So, einen wunderschönen Willkommen zurück. Beziehungsweise, warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, ich habe zu viele Scenes. So, ja. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mein Test. Erstmal ein bisschen Blabla. Zum einen muss ich zugeben, ich bin wieder super addicted zu Animes. Vor allem gerade zwei. Ja, also zum einen Kamikatsu, der super in der Kritik steht, der Anime, wegen seinen schlechten CGI. Ich liebe diesen Anime, der ist super mein Humor. Und dann halt Oshikono, Quatsch, Oshinoko. Was auf Deutsch wird damit mein Star übersetzt, obwohl das aus dem Japanischen eher sowas wäre wie mein Lieblingskind oder ja, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall heißt er auf Deutsch Mein Star. Der Anime. Auch sehr gehypt, der Anime tatsächlich sogar. Deswegen bin ich auf die beiden Animes überhaupt aufmerksam geworden, weil der eine super gehypt ist und der andere super verflucht wird. Ich mag beide Animes. Und zum anderen, das ist jetzt für uns wahrscheinlich sehr interessant. Muss mal ganz kurz gucken hier. Es kam wieder ein paar Kommentare zusammen bei Mein Test, die wir uns mal gemeinsam. Bist du richtig? Du bist richtig. Also erstmal hier auf meine Workfläche umstellen. Habe ich keinen Workspace mit der kleineren Kamera? Warum ist die Kamera so riesig? Na gut, da oben rechts schaut sie wahrscheinlich weniger als da. I don't know. Hauptsache man kann es lesen. Genau, es gab wieder ein paar Kommentare. Also das ist der alte Kommentar, wo ich noch gar nicht weiß, ob wir den komplett abgearbeitet haben. Die Technik, Supply, ich mache mal ein bisschen größer. Ja, damit auch die Leute, auf die jetzt ganz auf dem Handy gucken, gut lesen können. Wow. Die Technik, Supply Converter funktioniert bei mir. Genau, das war das mit diesem HV-Konvertieren, mit dem Stromkonvertieren, was nicht so funktioniert hat. Das haben wir erstmal ignoriert, gekonnt. Also machen sie immer gleich so Blöcke, Pulverkern. Das würde ich nämlich tatsächlich gerne mal probieren, dass wir unsere Anlage ein bisschen A umbauen. Und B erweitern, das würde ich jetzt in den jetzigen Folgen gerne mal in Angriff nehmen. Das dann aber gleich, wenn wir im Spiel drin sind. Ein vernünftige Baufarben, ja, da tun wir es ja immer noch so ein bisschen schwer, ne? Baumfarben haben wir noch gar nicht. Wir haben dann nur diese eine Maschine, wo ich absolut unglücklich mit bin. Aber gut. Ressourcenopfer für Uran würde ich gerne, genau das machen wir nicht. Vorerst. So, und jetzt kommen hier ein paar neue Kommentare. Alexander Gönner hat folgenden Kommentar ab. Oh, gut, das hätte ich eigentlich gar nicht. So. Bei der Mod Elepower gibt es einen Planter. Kannst du nicht schauen, wie voll deine Kiste ist und dann die Anlage abschalten? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß, Kisten können Mesesignale erzeugen. Aber ich weiß nicht, wann das Mesesignal generiert wird. Das müssen wir mal ausprobieren, unter welchen Umständen so eine Kiste Mesesignale gibt. Soweit ich weiß, geben die nämlich immer dann Mesesignale ab, wenn sie geöffnet oder geschlossen werden. Aber das müssen wir gucken. So, und hier gucken wir wieder ein paar von den netten Herren hier oben. Genau, Roland Meyer. Ich habe etwas parallel zu dir bei mir im Keller eine ähnliche Anlage gebaut, allerdings zusätzlich mit Nachverarbeitung der Erde zu Blöcken und des Urans mit einer kompletten Zentrifugenkaskade. Also das jetzt hier, jetzt nicht unbedingt, aber genau das deshalb habe ich mir auch so ein bisschen vor beim Erweitern unserer Anlage. Ein Reaktor liefert die Hälfte der benötigten Leistung. Was? Ein Reaktor liefert gerade mal die Hälfte? Digga, wie viel Leistung braucht so eine Kaskade? The fuck? 35 Hochvolt Solarzellen und 20 Hochvolt Batterien, größtenteils den Rest. Eine Quarry läuft auch noch und füttert zusätzlich Erze in die Nachverarbeitung. Ich brauche bei zwei Notebreakern 5 Siebe. Genau, das ist nämlich das, wo ich ein bisschen umbauen möchte.
Um nicht überzulaufen. Denn 5 Notebreakers dürften dir bei nur einem Sieb, denke ich, nichts bringen. Nichts bringen ist in dem Moment falsch, dass ich bei mir nicht vorhabe, die 5 Notebreaker dauerhaft laufen zu lassen. Sondern nur ab und zu. Zum Beispiel, wenn wir gerade spielen. Während dann die restliche Anlage das nach und nach weiterverarbeitet, auch wenn wir gerade nicht die Anlage laufen lassen oder nicht im Spiel sind. Da ich ja nur relativ selten Let's Play mache, im Vergleich zu der Zeit, die der Server läuft. Und dementsprechend die Anlage die meiste Zeit nicht laufen wird. Deswegen dachte ich mir so, dass das kein Problem sein dürfte. Aber ich will die Anlage trotzdem umbauen. Ich weiß nur noch nicht, in welchem Verhältnis. Das müssen wir uns dann noch mal genau angucken. Du kannst gerne mal vorbeischauen. Hi. Ibims, der Ronny. Außerdem frage ich mich, warum du deine Low-Voltage-Anlage noch behältst. Außer den Musikplayer, wer braucht den? Gute Frage. Und der TNC-Maschine habe ich auch noch nicht gebraucht. Hast du alles besser in der MV-Variante? Ich würde alle LV-Wassergeneratoren durch MV-Generatoren ersetzen und die MV-Kabel neu so verlegen, dass sie dich nicht stören. Ja, das müssen wir uns mal angucken hier. Also LV habe ich tatsächlich einfach nur, weil ich es habe, so, das mit den Kabeln neu verlegen, können wir tatsächlich machen, weil mir gehen die Kabels unten auch so ein bisschen auf den Sack. Aber da muss ich mal gucken, ob ich den gesamten Keller als Ganzes nochmal ein bisschen umstrukturiere. Genau, das erstmal dazu. Was? Haben wir was verändert? Ach ja, wir haben den Einnahmen entfernt. Egal, verwerfen. Das heißt, wir werden das jetzt erstmal machen. Wir werden da erstmal reinschauen, meintest. So. Ich habe keine Ahnung, ist das richtig? Das sieht richtig aus. So, hoffentlich grabt UBS das Fenster. Mal schauen. Bitte. Ja, sehr geil. Ja, hier die Anlage. Ich habe absolut keinen Plan. Gut, wie es aussieht, scheint die eh nicht. Obwohl, hier ist kein Holz. Sie könnte also funktionieren. Was? Das ist alles? Warum? Ja, also mit der Baumform müssen wir nochmal machen. Das funktioniert gar nicht. Ach, weil die keine Saplings drin sind. Ups. Ja, stimmt. Die müssen wir auch mal mit Saplings füttern, die Anlage. Habe ich da keine Saplings reingepackt? Bin ich denn des Wahnsinns? Kann ich da einen reinsetzen? Ungefähr. So. Das heißt, ich müsste die Anlage so umbauen, dass ich aus der Kiste Saplings automatisch rausfische. Bei den diesen Item-Wise-Stackern kann man, glaube ich, angeben, welche Items sie rausfischen sollen, ne? Oder ist das nur, dass sie das bevorzugt und auch alles andere mit rausziehen? Das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir da mal paar mehr Saplings reinquetschen in das Ding. Ja, die Baumanlage, die funktioniert noch überhaupt nicht so, wie es sein sollte. Ja, wie gesagt, die Dinger habe ich eigentlich nur, weil ich sie halt noch habe. So, die haben keine Verwendung. Ich meine, hier könnte man gucken, ob man damit irgendwann mal irgendwas machen kann, aber ja, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was wir hiermit machen sollen. Weil es doch alles so fremd aussieht. So diese Rundungen bist halt in MyTest nicht gewohnt. Es würde also irgendwo immer fremd aussehen. So, das ist denn, weiß ich nicht. Ich meine, im Real Life bin ich Freund von Rundungen. Aber nicht in-game. Da nicht, bitte nicht. Nope. Holz war in die andere Richtung. Glaube ich. Oder nicht. Ich bin verwirrt. Wo war denn Holz? Also die Baumdinger. Ach, hier hinten? Nee. Haben wir keine Saplings hier unten? Haben wir unten nur die Blätter? Lol. Hier war nur Zeug drin, genau. Da müsste die Blätterkiste hier oben sein. Hier haben wir aber auch keine Saplings drin, denn bei der Holzkiste. Aha, hier haben wir es drin. Ja, guck mal hier. Da haben wir genug. Ein Stack lasse ich mal drin. Für den Fall, dass unsere Anlage, warum auch immer,
alles Happnings auffressen sollte, ohne dass da was passiert. So und so. Jetzt schon. Er sagt, die Anlage müssen wir auf jeden Fall nochmal komplett neu bauen. Das funktioniert so gar nicht. Ja. Und vor allen Dingen müssen wir da wirklich mal eine größere Fläche suchen. Die ist auch so hingeklatscht. Zum Beispiel könnte man hier bauen. Ich meine, die Tiere werde ich wahrscheinlich so schnell nicht wiederholen, weil das ja mit den Tieren immer noch so ein bisschen buggy ist. Oder andererseits, ich muss halt ab und zu Clear Objects machen. Und dabei verschwinden die Tiere halt immer. Und es war das Problem, dass die Tiere ab und zu rauslaufen. Zum Beispiel, wenn irgendjemand das Tor aufmacht. Aber auch so laufen die ab und zu durch die Zäune durch. Deswegen werden wir Tiere wahrscheinlich vorerst erstmal eh nicht haben. Von daher könnte ich das hier wirklich als Baumplantage umfunktionieren. Denn sieht es danach natürlich nicht mehr so naturbelassen aus. Vielleicht schulde ich mir dafür wirklich nochmal eine andere Gegend. Da hinten zum Beispiel ist noch massig Platz. Mal gucken. Voll die Ruckler hier gerade. Was ist denn los? Wartet mal kurz. Sind wir mal ganz kurz hier. Mal jetzt gucken. Ist hier irgendwas? Ist irgendwas aktiv? Was machst du hier? Du kannst mal ganz kurz hier beenden. Eigentlich ist gerade nichts aktiv, aber ich habe hier gerade so einen Mikroruckler im Spiel. Ist meine Sichtweite zu hoch? Gut, und die R-Taste reagiert da gar nicht. Auch nice. Müsst ihr nicht bei der R-Taste zwischen dieser unendlichen Sichtweite und nicht umschalten? Oder war das was anderes? Tastenbelegung. Da ist die Schrift auch immer nicht so funktioniert. Na, guck mal, hier die Taste ist nicht belegt. Warum nicht? Aha. Gut, also weiter Sichtweite ist nicht aktiviert. Wir sind auf 300 Meter. Aber warum habe ich denn so? Aha. Oder wir haben mittlerweile hier zu viel Technik. Das kann natürlich auch sein. Na gut. Ja, wie gesagt, das heißt, wir könnten das hier tatsächlich komplett abbauen. Und dann könnte man natürlich gucken, ob man, was ist denn hier hinten? Achso, immer so ein Upgrade, so kacke. Ob man den Raum umfunktioniert, damit man nämlich alles, was hier produziert wird, über diese Pipes nach oben schleift und dann hier hinten die Weiterverarbeitung erfolgt. Ne, das heißt, man würde zum einen, würde man hier drinnen, also hier hinter haben wir kaum Platz, weil hier ist ja dieses Ding, dieser Schacht. Aber hier hinter der Mauer, hat man noch ein bisschen Platz, um da Gerätschaften zu machen. Und dann könnte das Center auch hochgehen, sodass man dann hier vorne Kisten hat, wo die ganzen Sachen dann vielleicht einsortiert werden. Vielleicht würden sich da auch diese Dora ganz gut machen. Also das, was wir hier auch hier überall drin haben, ne? Die Dinger. Wobei ich dann einmal gucken muss, mit dem automatischen Einsortieren müsste es ja funktionieren, indem ich einfach alle Dora mit Pipes verbinde und dann in die Dinger eh nur das reingeht, was sie dann aktuell schon drin haben. Und alles andere nicht akzeptieren. Das müssen wir mal gucken. Ja. Gut, auf jeden Fall würde ich das mal gucken. Hier unten die Anlage umbauen. Ist halt die Frage. Wie gesagt, die Idee war, dass die Anlage halt in der Regel aus ist. Und man halt nur ab und zu mal aktiviert. Dann macht die Anlage halt ordentlich was. Irgendwann läuft dann der Puffer hier voll. I don't know. Aber man schaltet halt die Anlage halt, wenn man sie nicht mehr braucht, wieder aus. Und derzeit kann das Ding hier weiterarbeiten. Und dementsprechend habe ich das nicht so als Problem betrachtet, dass man hier nur ein so ein Sieb hat. Wir können aber natürlich gucken, dass wir die vier Dinger hier wegnehmen. Die Anlage nur noch zwei breit lassen. Vielleicht sogar ein bisschen um 90 Grad nach links drehen. Sodass quasi man so drauf guckt. Und dann die Anlage nach hinten erweitert. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Schade natürlich um die ganze Lava, die wir dabei jetzt natürlich dann verschwenden.
Wobei, die können wir einfach wieder unten einpflanzen, so da. Das machen wir mal ganz kurz, warte mal kurz. Achso, siehst du, da wollte ich auch mal, wir wollten ja auch mal gucken, wie es aussieht mit den Kisten und den Mäßesignalen. Wie können wir das probieren? Du kommst erstmal an. Wobei, nee, die Anlage ist gut, wenn sie leer ist. Eben, wie sieht eigentlich hier aus? Die Kiste ist fast voll. Die Kiste ist leer, die Kiste ist auch leer. Eigentlich müssen wir mal gucken, was jetzt hier, wie häufig vor... Alter, 52 Diamanten, huhuhu. Was hier von wie häufig vorkommt, ne? Müssen wir eigentlich mal so die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Auf jeden Fall auch schon wieder schön viel Uran. Oh mein Gott. Und schön viel Eisen. Ah, das ist natürlich... Okay, ich sehe schon, am meisten ist hier Chrom und Zink. Die beiden Sachen, die wir überhaupt nicht brauchen. So, danke dafür. Oder brauchen wir Zink? Nee. Haben wir Zink für irgendwas? Also Chrom brauchen wir auf jeden Fall gar nicht. Und Zink? Für was brauchen wir alles Zink? Eigentlich auch nicht so viel, ne? Das, was wir wirklich am meisten brauchen, ist tatsächlich eigentlich Eisen. So, das ist eigentlich so das Nonplusultra. Und natürlich Diamanten und Mäse. Ja. Gut. Was ich mal ganz kurz gucken würde. Haben wir Kisten? Hier bin ich ein, zwei unten. Ist jetzt so ungewohnt, dass wir jetzt hier drei Etagen haben. Jetzt gibt es nicht nur einen oben und unten, sondern auch noch einen in der Mitte. Das ist voll verwirrend. Kisten haben wir hier. Ja, wir haben eine Kiste. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir ein bisschen Mäse. Und dann schauen wir mal, unter welchen Bedingungen die. Achso, hier ist ja Teppich. Hier ist vier Schüffel Platz. Unter welchen Bedingungen hier ein Signal anliegt. Okay, wenn sie aufgeht, ist schon mal kein Signal. Der schließt sich hier auch gar nicht an, ne? Das heißt, die Kiste gibt gar kein Signal. Nee, guck mal, die Kiste gibt gar kein Signal aus. Das ist jetzt natürlich, oh. Gut, dann war das mit dem Mäse also schon mal komplett für die Katz. Low splitting incoming stacks from tubes. Ja, da wüsste ich aber nicht, wie man eine Elektronik basteln sollte, wo eine Kiste oder wo eine Anlage etwas macht, wenn die Kiste voll ist oder eben nicht. Vor allen Dingen haben wir dann zwar ein Mäsesignal, aber mit dem Mäsesignal ist die Frage, ob wir damit denn überhaupt irgendwas anfangen können. Ja doch, klar, müssen wir können. Genau, wir könnten, also wenn jetzt die Kiste reagieren würde auf Mäsesignale, könnten wir ja zum Beispiel sagen, wir lassen die Anlage dauerhaft laufen und statt den Schalter nehmen wir das Eingangssignal von der Kiste um. Sobald die voll ist, geht die Anlage aus. Müssen wir natürlich das Signal invertieren, klar. Oder andersrum, die Kiste gibt ein Mäsesignal, wenn sie voll wäre, dann bräuchten wir das Signal. Nee, genau, dann müsste man das Signal invertieren, also Notcut davor klatschen. Und dann könnten wir quasi die Anlage so als weiter betreiben. Und wenn die erste Kiste voll ist und die Anlage noch nachläuft, weil wenn du das Signal hier kappst, läuft die Anlage trotzdem noch weiter. Weil ne, der Teil hier ist ja unabhängig von dem Schalter. Dann würde halt nach und nach die unteren beiden Kisten vielleicht noch gefüllt werden mit dem, was denn hier noch im Kreislauf drin ist. Ne, also so könnte man überlegen. Oder man nimmt nicht die obere hier als Taktsignal, sondern die untere. Dass man sagt, die Anlage läuft so lange, bis die Kiste hier voll ist und dann geht sie automatisch aus. Und dann wieder an, wenn die Kiste wieder nicht mehr voll ist. Wobei die Frage ist, ob das überhaupt funktionieren würde. Weil dadurch, dass hier andauernd wieder was rausgenommen wird, würde sich die Anlage dann wieder andauernd engagen. Also das würde gar nichts bringen. Ja gut, also mit den... Da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt irgendwie funktioniert, weil... wie man sieht, Kisten geben kein Mäsesignal. Sonst würde er sich automatisch mit der Kiste verbinden jetzt hier. Macht aber nicht, er trennt sich. Das heißt, das hat sich sowieso erstmal erledigt. Ich meine, vielleicht gibt es Kisten, die können speziell Mäsesignal. Ich kann mal ganz kurz gucken, hier im Mäse gibt es hier irgendwelche Kisten. Ne, das sind Pisten. Mäse-Chest. Ah, gib mir mal kurz eine. Was? Achso, das ist eine abgeschlossene Kiste, da geht das nicht. Aber das müsste funktionieren.
Gib mir die mal. Vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Eine Mythic Chest. Oh ja, guck mal, die verbindet sich. Oh. Okay, sie wird schon mal nicht engaged, wenn wir die Kiste öffnen. Wird sie dann engaged, wenn wir die Kiste voll machen? Oh. Hä? Sie wird engaged, wenn wir was reinpacken. What the hell? Na gut, dann mal gucken, ob sie auch engaged bleibt, wenn die Kiste voll ist. Nee. Sie wird nur engaged, wenn wir was reinpacken. Ja, nur wenn wir was reinpacken. Das ist ja blöd. Hä? Was soll das denn bringen? Ich meine, gut, damit kann man dann so eine Anlage machen, die dann automatisch Stuff aus der Kiste rausnehmen. Andererseits ist das auch blöd, weil wenn wir nur ein Taktsignal bekommen, obwohl... Ja, eben. TG plus ein einziges Signal, egal wie viel man reinpackt. Das heißt, Automatisierungsanlagen, damit ist auch schwer zu realisieren. I don't know. Ja gut, das heißt, das wird auch alles erstmal nichts. Was passiert denn, wenn wir der Kiste ein Signal geben? Explodiert sie dann oder was geht da ab? Nur passiert gar nichts. Ja. I don't know. Das alles ist sehr ulkig. Und das haben wir eine ganz komische Kiste. Die packe ich mal jetzt da oben rein, weil die ist ja nicht mehr aus Holz, sondern die ist ja jetzt so aus... Ja, I don't know. Die Kiste besteht aus einer Legierung. Ja, gut. Das heißt, als erstes würde ich dann mal hier unten die Anlage vielleicht umbauen. Dann bringen wir erstmal ein bisschen Lava weg. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Eimer, ne? Ja, wir haben 8 Eimer. Dann nehme ich da 4-mal Lava raus. Oder ich nehme gleich das ganze Lava raus. Wie geht denn das? Ja, so. Okay. Mhm. Oha. Yes. Witziger Effekt. Klappt das? Ja. Ah, verdammt. Ja. Aha. Perfekt. Gut, dann haben wir die ganze Lava schon mal rausgenommen. Ich packe die Lava erstmal hier in die Kiste rein. Hier schadet erstmal nichts. Das Wasser brauchen wir unten nicht speziell sichern. Das können wir uns jederzeit wieder neu holen. So ist. Ich nehme aber Tropfen gleich mal 2-mal Wasser. Da brauchen wir dann in der später nicht nochmal was Neues holen. So, das heißt, du kommst weg, du kommst weg. Achso, das ganze Wasser, ganze Glas natürlich hier drin. Ist aber kein Problem. Müsste eigentlich da oben gleich in die Kiste reingehen. Ja, die nächste Frage ist natürlich. Oh, warum geht das hier weg? Ist ja blöd. Egal. Wenn wir jetzt hier eh umbauen, wie gesagt, die Frage ist ja, ob wir den gesamten Keller sowieso komplett neu strukturieren. Ich würde aber die Anlage hier unten wahrscheinlich doch erstmal lassen, so als Engine, die auch zugänglich ist. Und wie gesagt, hier im Nebenraum dann anfangen mit der Weiterproduktion, aber das müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Erstmal bauen wir die Anlage hier komplett ab. Wieso nehme ich nicht die Axt? Ich habe keine Ahnung. Wird eh alles eingesaugt? So ist also eh egal. So, dann kommst du weg. Halt, ich wollte den Eimer. Dankeschön. So, dann ist das Wasser auch schon mal weg. Ist ja blöd, dass die Dinger hier immer unterbrochen werden. Das ist ja kacke. Dann mache ich da die Dinger gleich mal hin wieder, damit wir später noch wissen, wie hier was verkabelt war. Hier ist ja alles weg. Ach ja, weil, ja, okay, nevermind. Weil bestimmt Sachen hier drin sind. Ja, leck mich am Arsch. Genau, sowas.
So, mal überlegen. Warte mal kurz. Du kommst weg. Nein, der schöne Boden. So, hier sind Werkzeuge drin. Ich nehme erstmal alle raus. Das braucht ihr ewig zum Abbauen. Ah, okay, Werkzeug wird gedroppt. Gut. Sehr gut. Na ja, brauchen wir dann wieder einen Clean Stone. Das war ja komplett für die Katz. So. Das hier kann auch weg. Und jetzt müssen wir kurz überlegen. Erstmal brauchen wir Clean Stone. Das Ding kotzt mich jetzt schon wieder an. Das sieht nicht professionell aus. Haben wir Clean Stone hier oben? Nee, haben wir nur unten in der großen Schatzkammer. Warum ist ja noch die Blume? So, einmal Clean Stone. Wie war denn das? Ja. Mit der Shift-Taste. Mit der Schleichtaste, mach ich doch. Tada! Gut. So, jetzt wird doch nichts mehr hier irgendwie fehlerhaft eingesaugt, aus Versehen. Ist hier noch irgendwas in der Pipeline? Nö, gut. Dann nehmen wir mal die ganzen Fremdstoffe hier mal kurz raus. So. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das genau machen. Also hier hinten ist das Mesesignal. Das heißt, hier auf der Reihe müssten die Nodebreaker sein. Und hier müsste dann Lava und Wasser sein. Das sollte also genau passen. Das heißt, wenn wir jetzt die Dinger zwei breit machen, ich kann hier direkt an die Ecke rangehen. Ne? Die Frage ist, möchte ich das? Oh, was ist hier los? Achso, stimmt, die Anlage läuft ja noch. Wir könnten hier jetzt sogar wieder vier Stück hin machen, ne? Halt, das wollte ich gerade gar nicht. Gut, überlegen wir mal in der nächsten Folge. Genau, bis dann. Dieses Wassergeräusch.